So Jungs, und jetzt kommen wir hier garantiert drei exklusive Foot Champions Versionen von Team der Woche Spielern aus dem Januar. Also hier kann jetzt wirklich was richtig Geiles drin sein. Das ist das erste Gold-Monatsbelohnungsset, das wir bis jetzt hatten. Und ich hoffe einfach, dass was Gescheites drin ist. 3, 2, 1 und wir machen es auf. Komm, komm, da muss was Gescheites drin sein. Hi Leute und herzlich willkommen bei TC Schubech. Ja Jungs, ihr seid ja eigentlich freitags immer im Stream gewohnt, ja. Aber heute ist leider keine Zeit dafür, da Timo hat es ja gesagt, der ist in Hamburg das Wochenende über, also der ist auch schnell da. Ich habe heute Abend auch was zu tun, morgen Fußballspiel, also mit dem Stream wird es wirklich schwierig. Also diese Woche wird es leider nichts mehr, Jungs, ja. Dafür haben wir ja Dienstag gestreamt und Mittwoch, wollten ja eigentlich auch noch einen Donnerstag streamen, aber das Turnier von Famous ist ja leider nicht so gelaufen, wie es sollte, ja. Die Seite hat ihm da echt einen Strich durch die Rechnung gemacht, was mir persönlich auch sehr leid tut. Er hat sich auch bei mir entschuldigt und ich soll auch unserer Community sagen, Entschuldigung für Famous, ja, dass das Turnier einfach so drunter und drüber gelaufen ist. War halt einfach kacke, ja. Ich meine, wir auch bei uns am Stream am Mittwoch, da ging halt auch nichts, es ging alles drunter, drüber, ja. Und dann kam halt auch noch dieser scheiß YouTube-Abo-Glitch dazu, ja. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, dass einige YouTuber einfach auf die Schnelle, ja, viele Abonnenten verloren haben. Bei uns war es in, ja, in 10 Sekunden waren es 300 Abonnenten, die plötzlich weg waren und wir wussten ja nicht warum, ja, wir dachten, hä, was ist denn jetzt passiert? Ich hatte mittags auch bei Simon reingeschaut, ja, er hatte 6000 Zuschauer einfach, also es hat mich richtig gefreut für ihn und dann waren auch einfach über 1500 Abonnenten weg, hat er doch abends angerufen, der war richtig am Ende, der war richtig down, ich glaube es auch bei Tanzverbot waren es sogar 100.000 Abonnenten, die auf einmal weg waren und zu dem Zeitpunkt wusste einfach keiner, was los ist, ja, und deswegen, das geht einem einfach richtig auf die Nerven, weil man arbeitet so hart, ja, wir haben auch zu Simon gesagt, wie lange oder wie hart muss man arbeiten für 1500 Abonnenten, ja, es ist einfach richtig hart und wenn die dann weg sind, das frustriert einem einfach, ja, zum Glück hat sich rausgestellt, es war ein Fehler von YouTube, also nur visuell. Der Bug ist auch behoben, morgens hatten wir wieder unsere ganzen Abonnenten drauf und jeder andere YouTuber auch, es war einfach so, wenn jemand deabonniert hat, ja, dann wurden ihm bei manchen sogar 100 Abonnenten auf einmal abgezogen, bei manchen wurden aber auch nur 2 abgezogen, ja, aber sowas halt einfach möglich, einen YouTube-Account ins Minus zu treiben. Zum Glück ist das alles weg und alles beseitigt, ja. Von daher läuft jetzt wieder alles wunderbar, Jungs. Und nächste Woche werden auch die Streams wieder wie gewohnt kommen. Dienstags und freitags. Ja, Timo ist dann wieder am Start. Da wird alles wie gewohnt weiterlaufen. Ich kann auch sagen, am Samstag wird auch ein richtig cooles Video mit Simon von Gamer Brothers kommen. Also da könnt ihr echt gespannt sein. Und ja, Jungs, dann würde ich einfach sagen, öffnen wir mal unsere Foot Champions Belohnungen. Diese Woche sind wir leider nur Gold 3 gekommen. Wir hatten einfach keine Zeit weiterzuspielen. Es sind einfach für uns... ja, es sind einfach zu viele Spiele und es gibt ja hier auch die monatlichen Belohnungen, da waren wir in Gold, ja, hier bekommt man Trikot 1 Champions, sieht richtig cool aus und das Gold Foot Champions Set, ja, also das sieht mal richtig geil aus und dann bekommen wir natürlich hier die Belohnungen für Gold 3, also sieht auf jeden Fall mal nice aus, das Trikot, das werde ich ja auch gleich mal aktivieren. Ist natürlich cool, dass wir es diese Woche mal in Gold geschafft haben, also das heißt diese Woche, auch diesen Monat in Gold gepackt haben, ja, hier sehen wir es auch gleich wieder, 0 Siege, 40 Spiele noch zu machen, ja, wenn wir einfach mal, würde ich sagen, immer die Weekend League mal durchspielen würden, dann würden wir auch höher wie Gold 3 oder Gold 2 kommen, aber es ist halt einfach, ja, keine Zeit, am Wochenende Fußballspiel, dann sind ja auch noch private Sachen, ja, man hat ja auch noch Freunde und Freundinnen und hin und her, muss ja auch noch alles machen, von daher, ja, gucken wir halt einfach, dass wir immer so Gold 3 schaffen, dass wir qualifiziert sind, ich würde sagen, wir fangen mal hier mit dem Megaset an. Und gucken mal einfach, ob was Gescheites drin ist. Und es ist nur Scheiße drin. Nur Scheiße. Ja, super. Super, Alter. Das hat sich gelohnt. Mal gucken, ob es sich überhaupt gelohnt hat, die Zeit hier zu investieren. Die ganzen Spieler... Oh, was ist denn hier los? Ja, Silberspieler, stellen wir mal drauf. Ja, auf jeden Fall kann man auch noch sagen, Jungs. Ja, tat uns halt auch... selber leid für Simon, dass es dann da an dem Abend so gelaufen ist. Wir hatten ja noch mit ihm aufgenommen und ja, unsere Aufnahme hat ihn dann auch und uns wieder aufgeheilt. Also wir müssen wirklich sagen, momentan so Gamer Brothers, No Hand Gaming, TC Schubech hier, das ist eine Gang und wir halten eigentlich immer zusammen. Jeder hilft dem anderen, jeder gönnt dem anderen und das ist eigentlich auch richtig wichtig, dass das so ist. Hier haben wir jetzt Koke drin. Ja, dass man einfach zusammenhält. Das ist, es gibt nichts Wichtigeres, Jungs. Und ja, den können wir mal noch mit draufstellen.
Jawohl, ist draufgestellt und den Rest fahren wir alles ab. Oh, hier sind noch ein paar Fitnessverträge, brauchen wir ja nicht mehr. Haben wir genügend mittlerweile. Jawohl, hier zwei Leihsätze, ein Leihset und ein Vertragsset. Jawohl, es hat sich gelohnt. Also da die Zeit zu opfern. Bis jetzt hat sich richtig gelohnt. So, dann kommen wir jetzt hier zum seltenen Spielerset. Komm. Gibt's doch nicht. Es gibt es doch nicht, Jungs. Hopp, das kann doch nicht denen ihr Ernst sein. Das kann doch nicht denen ihr Ernst sein. Sollen wir noch das Leihset auf? Super, klasse. Gibt's nicht. Gibt es nicht. Kommt alles weg. So, dann hier noch gemischte Vertragsset. Oh, es gibt ein Walkout. Es gibt einen Walkout-Vertrag. So, Jungs, und jetzt kommen wir hier garantiert drei exklusive Foot Champions Versionen von Team der Woche Spielern aus dem Januar. Also hier kann jetzt wirklich was richtig Geiles drin sein. Das ist das erste Gold-Monatsbelohnungsset, das wir bis jetzt hatten. Und ich hoffe einfach, dass was Gescheites drin ist. 3, 2, 1 und wir machen es auf. Komm, komm, da muss was Gescheites drin sein. Nein. Silver 87. Emma, aber damit können wir doch gar nichts anfangen. Ach du Scheiße. Kein Spieler davon, Jungs, können wir gebrauchen. Keinen davon. Och nein, Mann. Och nein. Das gibt's nicht. Man spielt so lange und hat nur Scheiße drin, Jungs. Und hat nur Scheiße drin. Ja gut, dann würde ich auf jeden Fall sagen, Jungs, wir sind raus, also was heißt wir sind raus, ich bin raus, ja, Timo wird ja dann ab nächste Woche wieder da sein, Jungs, ihr könnt euch auf jeden Fall freuen auf das Wochenende, auf Samstag, da wird wirklich das absolut geilste Video kommen, das glaube ich bis jetzt da gewesen, das jetzt da gewesen war, Jungs, ich würde einfach sagen, haut rein, ab nächste Woche wieder alles wie gewohnt, die Streams sind auch wieder am Start, dann würde ich sagen, haut rein, bleibt sauber, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, haut rein, ciao!